Hallo, liebe Freunde der analogen Unterhaltung. Hallöchen. Ihr habt sicher mitbekommen, bei uns dreht sich gerade alles um die Berlin-Con. Deswegen, es tröpfelt gerade nur so mit den Videos. Ich versuche da irgendwie gegenzuhalten. Es gelingt gerade nicht so richtig gut, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Und vor allem haben wir jetzt ein Spiel ausgesucht, ja, um euch so richtig in Stimmung zu bringen, ja, für die anstehende Berlin-Brettspiel-Con. Ein Spiel, was so richtig schöne Erinnerungen wachruft. An gemeinsame laue Abende auf der Berlin. Ja, auf jeden Fall. Ja, bevor das noch weiter in diese Richtung geht, der ein oder andere hat vielleicht eine nicht so schöne Burrito-Erinnerung an die Berlin-Con. Mir ging es, also mich hat es nicht ganz so hart getroffen, auf den Team ja auch. Also darüber wollen wir jetzt natürlich in dem Sinne keine Witze machen. Wir wissen, dass alles gut gegangen ist. Es waren zwar wahrscheinlich ein paar roughe Stunden oder auch ein Tag irgendwie da auf Toilette. Wenn ihr überhaupt gar nicht wisst, von was reden die da, wir wollen da weiter gar nicht ins Detail gehen. Es wird nie wieder vorkommen, das ist das Entscheidende. Ja, das war ja auch nicht unsere Schuld. Aber wir sind heute hier und wollen euch Throw Throw Burrito vorstellen. Ein Spiel, was mit... Naja, nicht echten Burritos, aber cool aussehenden, so Schaumstoff, so ein bisschen die Form haltenden Burritos daherkommt. Du bist schon zum Anbeißen. Ja, genau. Bitte, sie sind nicht zum Essen. Es ist von den Macher und Macherinnen von Exploding Kittens. Das Kartenspiel natürlich in unterschiedlicher Variation. Seid ihr vielleicht auch schon mal drüber gestolpert? Also im Herzen sind das hier Jungs und Mädels, die so Fun-Game, Party-Games, schnell gespielte Sachen, so, wenn man diesen Art Humor mag, diese witzigen Illustrationen dahinter hat. Und ich sag mal, Throw Throw Burrito geht da noch einen Schritt weiter. Ja, also Spieltechnik, Exploding Kittens ist jetzt... ist ein nettes Karten-Sammel-Ablegespiel, jetzt mal so dahingesagt. Und hier könnte man, schon mal salopp gesagt, es ist so ein bisschen wie Dodgeball, das Kartenspiel. Also wir wollen hier mit Kartenablage, Handmanagement so ein bisschen eine Situation erzeugen, dass wir diese Burritos hier durch die Gegend werfen. Und das ist dann letztendlich auch der große Spaß. Die genauen Regeln, würde ich sagen. Ja, können wir euch gleich mal kurz, wir spielen es jetzt gleich mal eine Runde. Wir spielen es natürlich zu zweit. Das Ganze ist ab 7, 2 bis 6 Spieler. Wir müssen natürlich dazu sagen, das ist jetzt nicht wirklich ein Zwei-Personen-Spiel. Nee, nee, nee. Aber man kann es zu zweit spielen. Es macht auch Spaß, quasi so eine Art Duell-Throw-Throw-Burrito. Ja. Ja, aber tatsächlich, es gibt halt eigentlich, das werdet ihr dann sehen, es gibt halt unterschiedliche... ja, Kampfkarten, kann man sagen. Ja, es gibt eine Burrito-Schlacht, da dürfen eigentlich alle durcheinander schmeißen, ein Duell, wo man dann so, das werden wir dann gleich dann noch sehen, wo man sich so umdreht und wirklich so, eigentlich, wenn man Platz hat, kann man auch so 3 Schritte laufen und sich umdrehen und dann werfen. Und das ist eigentlich auch so, dass derjenige, der das auslöst, gar nicht mitmacht, aber hier im Zwei-Personen-Spiel ist halt klar, wir bekämpfen uns immer gegenseitig. Auf und jeden Fall. Dadurch ist, ja... Hauptsache, genau. Der gute Hunter wird öfter von einem Burrito getroffen als ich. Ich fürchte das. Du hast irgendwie schon zu viel Übung in dem Spiel. Naja, egal. Genau, wir machen das jetzt einfach mal. Und zwar funktioniert es eben so. Wir haben diese Karten. Jeder hat erstmal 15 Karten in seinem Ablagestapel. Es gibt aber auch noch diese gemeinsamen Stapel. Auch hier schon wieder eine Änderung zum normalen Spiel bei 2 Personen. Normalerweise ist es so, dass diese zusätzlichen Gemeinschaftsstapel nur ins Spiel kommen, wenn der eigene Nachziehstapel leer ist. Mhm. Das passieren kann, weil man dann so schnell seine Karten los wird, dass man dann leer ist. Aber das würde nicht funktionieren im Zwei-Personen-Spiel, weil man kriegt meistens genauso schnell Karten wieder, wie man los wird. Und dadurch hat man immer Karten. Und man würde nie, das würde dann endlos gehen, weil man sammelt halt Drillinge. Und deswegen kann man im Zwei-Personen-Spiel jederzeit, das werdet ihr auch sehen, wir werden viel davon ziehen, jederzeit einfach von diesen 2 Karten ziehen. Und im Endeffekt haben wir 5 Karten auf der Hand. Ja, die können wir schon mal aufziehen. Ja. Und es gibt so irgendwelche mehr oder weniger nichtssagenden Tiere auf den Karten. Da versuchen wir Drillinge zu sammeln. Die können wir dann ablegen und ziehen dann einfach die Karten wieder nach. Die geben am Schluss einen Punkt. Und entscheidend sind aber diese Kampfkarten, die es da noch gibt. Und das ist eben Burrito-Beschuss, Burrito-Duell und Burrito-Schlacht. Und wenn wir davon 3 sammeln, dann können wir die ablegen, geben erstmal 2 Punkte und dann wird halt auch das ausgelöst. Mhm. Entweder eben ein Burrito-Beschuss, ein Burrito-Schlacht oder... Und wie funktioniert das jetzt? Klar, man möchte den Gegner treffen, dann kriegt er so eine, das finde ich auch geil, eine Burrito-Beule. Das ist dieser Token, ja. Der ist ein Minuspunkt. Klar, ist ja logisch, ja.
Jetzt ist es so, man sagt, wenn man so am Tisch spielt, das ist eigentlich auch, muss man sagen, ist ein Spiel eigentlich für draußen. Auf jeden Fall, natürlich. Für Festival, Garten, Gartenparty, am Strand. Ja, weil man eigentlich auch zum Beispiel, ne, man darf werfen, wenn man jetzt zum Beispiel nicht trifft, dann darf man eigentlich auch hinrennen, das wieder nehmen und wieder werfen und so. Das können wir hier nicht so richtig simulieren. Aber ja, wir werden es sehen. Genau. Wie viel Angst er hat, ob er sozusagen denkt dran, du bist verkabelt, neben dir steht eine Kamera. Wir werden es sehen. Man kann sozusagen so eine Tischregel anwenden, indem man nicht einfach nur so werfen darf. Das wäre ein bisschen einfach, ja. Sondern, dass man muss dann das nehmen und dann erst hinter dem Rücken auf die andere Hand und dann werfen. Und das führt auch dazu, wer kriegt das schneller hin, ohne sich selber zu verknoten. Ja, genau, ohne am Stuhl, an der Lehne hängen zu bleiben. Dann darf man erst werfen. Ja. Genau, das ist so die zwei. Diese Regel werden wir jetzt anwenden. Ja, genau. Und ansonsten müssen wir natürlich immer nur gegenseitig. Deswegen, es gibt ja Burrito-Beschuss und Burrito-Schlacht. In den Mehrspielerregeln ist der Unterschied, dass Burrito-Beschuss dann nur der rechte und linke Nachbar von demjenigen machen, der es ausspielt. Und Burrito-Schlacht dann alle, bis auf den, der es ausspielt. Und das ist im Zwei-Personen-Spiel quasi das Gleiche. Ja, auf jeden Fall. Man hat da quasi eine höhere Chance, sozusagen dann mal den Burrito in die Hand zu kriegen. Wenn man das dann natürlich im besten Fall mit mehreren Spielern spielt, so bis zu 6 ist das ja spielbar, dann versuchen, ob man sich vielleicht so ein bisschen im Kreis eher setzen kann oder so. Jedenfalls müssen die Leute dann halt alle mindestens einen Burrito erreichen und halt nochmal so einen Gemeinschaftsstapel. Und es ist halt ganz wichtig, wir werden jetzt immer, das Spiel ist wirklich sehr simpel, eine Karte ablegen, eine Karte ziehen. Sollte man zu irgendeinem Zeitpunkt einen Drilling haben, wird der halt ausgespielt und passiert entweder nichts, halt nur Punkte oder diese Burrito-Schlacht-Varianten. Aber die abgelegte Karte, die geht quasi auf den Ablagestapel. Den Nachziehstapel. Auf den Nachziehstapel. Also es gibt sozusagen auch nur einen Nachzieh- und Ablagestapel, ist sozusagen ein, den man hat. Ne? Man spielt aber immer seine Karte bei seinen Nachbarn auf dem Stapel. Und es kann auch alles simultan im totalen Chaos passieren. Das wird auch wahrscheinlich bei uns passieren, dass das alles nachher nur noch ein wilder Haufen ist. Ist auch so, macht euch da keinen Kopf. Wichtig ist jetzt, dass ich die Karte da hinlege. Also machen wir das irgendwie so am besten? Ja, das müssen wir mal schauen. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir müssen es so machen, weil wir uns sonst so überkreuzen. Weil das kann sein. Guck mal, ich kann so legen. Dass sich die Strahlen kreuzen, meinst du? Ich kann so legen. Also, guck mal, wir können sie auch so machen. Guck mal so. Guck mal, jetzt wird hier schön harte Bandagen. Okay. Wir sagen jetzt schon mal 3, 2, 1, Burrito, los geht's. Man kann halt, wie gesagt, von welchem Stapel man nimmt, ist eigentlich wirklich egal. Guck mal, ich habe jetzt schon Drilling, einen Punkt. Jetzt kann ich 3 Karten nachziehen. Mann, ich ziehe auch immer nur die Karten, die ich gefühlt nicht brauche. Man muss sich, das ist so ein bisschen dieses Abschätzen hier. Boah, jetzt habe ich doch wirklich so eine Kackziege gerade weggelegt, obwohl ich sie brauchte. Ach ja, stimmt, ich brauche sie auch, ja. Ups. Mann, komm mal her. Wunderbar, ich habe hier so einen High-Drilling. Ach, komm jetzt. 3, 4, 5. Das gibt's doch nicht. Ich will noch eine Katze haben. Gib mir eine Mutze. Ah, 3 schöne Küken. Oh. Oh nee, das ist mein Ablagestapel. Ja, da kann man. 3 Kühe. 3, 4, 5. Wo sind eigentlich unsere Burrito-Karten? Ja, das frage ich mich auch. Wer hat denn das gemischt? Aber jetzt. Jetzt bist du gleich. Ich hab die natürlich auch auf der Hand behalten. Burrito-Beschuss! vom Stuhl gekippt hier. Verdammt. Ja, das, was soll ich das sagen? Das war eine Burrito-Bolle. Das war eine Burrito-Bolle. Ich hab's zwar gefühlt. Du hast ihn, der ist an meiner starken Schulter irgendwie in den Arm abgefallen. Ich glaube, der ist hier hinter unsere Schaltschutzwand. Also man kann den Burrito ja auch fangen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man darf ihn auch mit den Zähnen fangen. Um ganz ehrlich zu sein, ist das, glaube ich, egal. Hauptsache, ich guck mal, ob ich da hinkomme, aber ich glaube, ja. Also ich glaube, ihr habt die Essenz des Spiels schon relativ gut erfasst. Ja, du willst jetzt, nachdem du mich einmal abgeworfen hast, schon aufhören. Ja? Nein. Also jetzt ist natürlich der Moment, wo man einfach seinen Nachziehstapel hier nochmal mischen kann und auch seinen anderen. Ach, das darf man mischen jetzt, ja? Nee, nicht mischen, Entschuldigung, so einfach ach mal so, wieder ordnen. Ja, so ein bisschen, ordnen. Und hier, also die ausgespielten Sachen. Und es ist natürlich auch in dem Moment, wo jetzt hier irgendwie Burrito-Beschuss-Duell oder sowas war, müssen auch, falls Leute, zum Beispiel beim Burrito-Duell, da sind ja einfach nur
zwei beschäftigt, andere sitzen noch. Die legen natürlich dann ihre Handkarten ab, sammeln hier nicht weiter, da wird es also nicht unterbrochen. So, ne? Das und was übrigens auch wichtig ist, ne? Der Burrito-Beschuss, den gibt es in zwei Varianten, nämlich grün und pink. Mhm. Darf man aber nicht mischen, die Farben. Also ja, die müssen natürlich Sorten rein. Okay, geht's wieder weiter? Ja, es geht weiter. Ich brauche hier noch eine fünfte Karte. Ich sehe da was. Ich, doch nicht. Mal auf. Also komm. Hier, du hast gleich hier meinen Stapel hier schon wieder zerschmettert. Burrito-Beschuss! Guck mal, versuch mal zu fangen wenigstens. Ich stand auf dem Schlauch. Ich war gerade am Sammeln. Ja. Das war ja eine Zeitlupe. Da hätten wir eigentlich, müssen wir noch so ein verdammt, so Matrix-Effekt. Man sieht den Burrito in Zeitlupe durch die Zeitlupe. Ja, da ist, bist aber auch als Nicht-Karten-Ableger bist du auch ein bisschen im Nachteil. So, vier... Achso, dann kannst du auch aufziehen. Nee, so, ich muss erstmal aufziehen. Ja. Ah, ich habe eine Mutze. Eine Mutze, super. Ich habe hier gefühlt alles einmal auf der Hand. Das ist natürlich irgendwie... Burrito-Beschuss! Ah, ich habe ihn gefangen! Das ist ja mein Freund. Was soll ich sagen? Ich mache auch eine. Ja. Schön mit Aufsätze auf dem Tisch. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich 2-1 Burrito-Beule vorne liege. Ach Mann. Ja. Aber wir könnten das jetzt gedanklich mal vorantreiben. Man fragt sich jetzt vielleicht, ja, die Jungs haben viel Spaß, große Runde, keine Ahnung, auf dem Campingplatz. Und ja, wann ist denn der Spaß vorbei? Der Spaß ist halt dann vorbei, wenn... alle 6 Burrito-Bollen verteilt sind. Ja, meinst du, wenn du jetzt noch 3 bekommen hast? Ja. Nee, warte mal, ich habe ja 2. Ja, du hast 2, genau. Das heißt, ich gebe mir jetzt noch mal 2 und dir eine. Ja, jetzt hätten wir alle 3 Burrito-Bollen. Oh, ja, wie ist das eigentlich, wenn es irgendwie Gleichstandssituationen gibt oder sowas? Auch so im Spiel, dann wird sowas, wenn es bei 2 Personen ist, einfach über ein Duell nochmal gelöst. Wir sind auf jeden Fall noch unter. Wir spielen jetzt weiter, was machst du jetzt hier? Ja, wir spielen jetzt noch weiter. Das ist nur 2-1, das hast du noch nicht nach Hause gebracht. Ja, ich glaube, du hast ja auch mehr Punkte als ich. 1, 2, 3, 4, 5. Was ist denn los hier? Okay. Siehst du, er will noch so ein paar Burritos an den Kopf kriegen. Verstehe. Das war jetzt reines Glück, dass da 2 hintereinander durchkamen. Reines Glück. Ich habe einen Bernhardiner. 1, 2, 3, 4. Burrito-Schlacht! Ja, man muss, ich glaube, diese Taktik, dann auch schneller zu sein, wenn man der ist, der das nicht wirft, ist einfach, die Fangtaktik ist da doch besser. Die ist besser vielleicht. So. Ich hole mir, ey, du darfst noch nicht weiterspielen. Das wird ja erstmal. Ja, da gibt es gleich erstmal hier. Eigentlich gibt es eine Fehlbeule. Ja, genau. Ich habe noch gar nichts gemacht. Du hast, das Gefühl habe ich aber auch. Du hast noch gar nichts gemacht. Also, ich kann nur sagen, dieses Spiel eignet sich sehr gut, um Veranstaltungsstress abzubauen. Ja. Das kann ich nur aus eigener Erfahrung gut weitergeben. Nein, ich meine natürlich, das ist natürlich ein Quatsch, aber es macht Spaß. Karten, das ist eigentlich dieses schnelle Hinsortieren und Machen und will eigentlich diesen Moment haben, wo man dann hier so in Battle geht. Und du legst die alle nebeneinander aus, wie so eine Karte. Also kannst du alle übereinander auflegen. Ja, stimmt eigentlich. Ne? Ist schon, sieht so schön aus, dass ich schon so viel habe. Ja, verstehe. So, okay. Gut, also weiter geht's. Das ist hier 2-2 Burrito-Bollen. Kann ich gar nicht angehen, ne? Mutzi. Kannst du auch mal was anderes hier? Man muss auch natürlich die Sachen, die kommen gedanklich immer mal schon durcheinander. Alter. Burrito-Duell. Oh, ja. Und jetzt können wir uns genüsslich, das ist jetzt was anderes. Ne? Ja. Und zwar, also wie gesagt, Burrito-Duell eigentlich, ich mache mal ein klassisches Duell, Rücken an Rücken, 3 Schritte, dann umdrehen. Genau, Hunter würde jetzt sagen, keine Ahnung, ich und der da drüben, ihr macht jetzt ein Burrito-Duell. Er könnte sich beim Burrito-Duell auch selber auswählen, falls er da Lust hat. Wir sind natürlich jetzt nur wie beide hier. Ne? Und wir haben uns jetzt Folgendes ausgedacht, das steht in der Regel gar nicht so 100% klar drin, aber wir machen es jetzt so, wir drehen uns jetzt den Rücken zu. Auf 3, 2, 1 drehen wir uns um, schnappen den Burrito und müssen auch wieder den Wechsel machen und gucken, was passiert. Ja, also, wir drehen uns. Ja, genau. Und eigentlich würde man jetzt natürlich laufen. Wir sagen 3, 2, 1, Burrito. Ich hab ihn gefangen. Ja, weil die Regel sagt, dass man quasi, selbst wenn man ihn sozusagen nicht
Ja. Ja, dann darf man ihn noch. Genau, solange er nicht auf dem Boden. Solange er nicht oder an den Tisch kann. Ja, weil ich die immer auf meinem Knie springen sie ab, aber da steht halt andere Gegenstände, so Tisch oder Stuhl oder so. Und. ja, du kannst ihn nicht. Er hat versucht. Ach, komm, er hat versucht, aber er ist kläglich gescheitert. Ja, gut. Aber ja, das ist noch nicht. Ich habe immerhin, guck mal, ich glaube, ich. Du willst. Ah ja, du gibst nicht auf. Ja, ich sehe schon. Ich gebe nicht auf. Ich sehe schon. Hallo? Ich seh schon. Beim Burrito-Duell gebe ich doch nicht auf. Ja, das stimmt natürlich. Warum ist denn mein Stapel eigentlich so riesig? Ja, weil du irgendwie so langsam bist. Ja, weil. Oh Mann, ey. Kannst du mir hier auch mal was Vernünftiges hinlegen? Nee, ich suche halt was. Ah, ja, guck mal, nochmal ein Bernhardiner. Oh, ich habe hier noch ein Seeböckchen. So, jetzt muss ich. Schon auch lustig gemacht, muss man sagen. Fünf aufziehen. Boah, wahrscheinlich müsste ich einfach nur meinen Stapel die ganze Zeit. Ach, warte, ich darf auch nicht zu viel abwerfen. Das darf man auch nicht übermütig werden. Ich will ein Grufttier haben. Oh, Burrito-Schlacht! Da habe ich dabei noch in die Kamera geguckt. Und guck mal, jetzt ist 3-3. Jetzt müssen wir noch ein finales Duell machen. Und damit können wir es ja auch bewenden lassen. Wenn man spielt, dann einfach noch mal eine Runde spielen. Ach so, ja, naja, genau. Da kommen wir ja dann dazu. Wir müssen ja noch die Punkte denn auswerten. Ja, genau. So genau. Oder so. Also tendenziell jetzt in dieser Situation, wo wir beide 3 Burrito-Beulen haben, muss es sozusagen noch theoretisch kein finales Duell oder so geben, weil jetzt sind die 6 Burrito-Beulen verteilt, in welcher Konstellation auch immer. Und jetzt schauen wir, wie viele Punkte hat man denn gemacht. Genau. Also jedes Dreierpaar wollte ich sagen. Jeder Drilling, der halt keine Burrito-Karten beinhaltet, ist einfach ein Punkt. Also ich habe hier die Seeböckchen, das ist ein Punkt. Der Bernhardiner ist quasi ein Punkt. 1, 2. Dann habe ich die Mutze, sind 3 Punkte. Dann habe ich aber auch 3 Burrito-Dellen, die Minuspunkte sind. Also das ist schon mal eine Nullnummer hier, 3 und -3. Das heißt, ich habe einmal Burrito-Beschuss. Diese Burrito-Karten sind in dem Fall 2 Punkte wert. Ich habe einfach nur 3 Punkte. 9 Punkte, das ist so, kniet nieder. Ja, eigentlich müsste das, gab ja auch im Kickstarter, glaube ich, so Deluxe-Sachen, müsste das jetzt noch so eine Medaille mit zum Umhängen sein. Also, sehr du hast gut, jetzt die kniet nieder-Medaille bekommen. Ja. Und dann wird jetzt einfach alles normal wieder resettet. Ihr mischt mal wieder ein bisschen die Karten zusammen, teilt wieder die 15 Karten pro Spieler aus. Und dann wird einfach noch eine Runde gespielt. Und wenn der oder diejenige mit der Kniet-Nieder-Medaille in der zweiten Runde auch wieder die meisten Punkte hat, dann ist sozusagen der Gewinner steht dann fest. Ansonsten wird dann quasi duelliert. Gibt es dann vielleicht einen zweiten Gewinner, Gewinnerin dieser zweiten Runde? Dann gibt es sozusagen ein Duell. Sind dann irgendwie da noch mehr Punkte, Leute irgendwie gleich auf? Dann kann man Karten aufziehen, bis so eine Burrito-Karte kommt. Und dann machen alle eine Schlacht. So lange immer wieder scheidet denn jemand aus, der getroffen wurde, bis dann nur noch einer übrig bleibt. Ja, also ja, man kann es auch schön als so Stressabbauender. Ja. Also ich sag auch, jetzt kommen wir vielleicht so ein bisschen in den Fazitteil. Ja. Ganz wichtig ist natürlich bei diesen Dingern, wenn man Haustiere zu Hause hat, gerade Hunde. Ja, dann ist es kurzlebig. Bitte diese Sachen nicht liegen lassen. Sollte dieses Material auch nicht gegessen werden und die halten auch nicht viel aus. Ne? Ist ja kein Hundespielzeug und auch die gehen schnell kaputt. Also da müsst ihr natürlich auf jeden Fall aufpassen an der Sache. Ansonsten, ja, der Spaß ist aktuell, würde ich mal sagen, müsst ihr mal gucken, je nach Online-Shop oder Laden eures Vertrauens irgendwie zwischen 20 und 30 Euro irgendwie zu haben. Kommt da, habt ihr ja auch schon gesehen, in so einer großen Verpackung, da sieht man die Burritos dann auch schön da blitzeln, hier in diesem Schaufenster liegen die so drinne. Zu der Verpackung sei mal gesagt, also vom Spiel habt ihr jetzt ja gesehen, was das irgendwie so ist. Die ist ja recht groß, die Verpackung. Was mich dann doch so ein klein bisschen geärgert hat, ist, dass das Gesamtkonzept dann doch nicht so richtig durchdacht wurde. Weil ich denke, wir sind uns hier alle einig, sowas
spielt man so bei Looping Louis-Runden auf dem Festival, da ist es so ein bisschen feucht-fröhlich. Man kann das natürlich auch bei Kindern spielen, aber es wird immer in so einer Situation gespielt werden, wo vielleicht Sachen auf dem Tisch stehen, die umfallen können, wo Karten runterfallen, wo es wirklich ans Extremmaterial geht. Und vielleicht habt ihr auch ja mitbekommen, wir haben hier die Karten auch mal gesleeved, weil wir haben sie wirklich auf dem Campingplatz auch gespielt. Da gab es abends, war der Tisch auch schon rein nur von der Luftfeuchtigkeit wirklich nass. Das haben die alles gut ausgehalten. Also hier würde ich sagen, sleeve diese Karten, wenn ich sogar vielleicht doppelt sleeven, dass auch mal wirklich Flüssigkeit rüberkommt. Der große Nachteil ist, hier ist so ein Plaste-Inlay drin. Es passen die Karten einfach nicht mehr rein, wenn man die Karten hier gesleeved hat in diese Verpackung. Eigentlich ist ja so viel Platz, also heißt es dann doch, wenn ihr diesen Karton behalten wollt und eure Karten sleeven möchtet, raus mit diesem Inlay oder vielleicht nicht einfach eine andere Verpackung finden, weil es sind hier so ein bisschen über 100 Karten. Ja, also ich habe die ja alle gesleeved. 250er Packungen haben nicht ganz gereicht, also über 100 Karten sind es. Dann die Burritos und hier so ein bisschen diese Marker kann man letztendlich auch in eine Verpackung packen, die deutlich kleiner ist und nimmt die dann mit aufs nächste Festivalgelände, im Garten spielen mit Freunde, Family und Sachen. Also. Ja, aber das ist natürlich so ein bisschen so ein kleiner konzeptionelles Problem, dass diese Schachtel so groß ist und doch nicht irgendwie. Aber ansonsten muss ich auch sagen, es ist halt wirklich ein spaßiges Teil. Ich meine, ja, das liebt man oder auch man liebt es nicht und er hat die Runde oder er hat sie nicht. Und ich würde sagen, alle die da auf der BerlinCon dabei sind, wir werden es auf jeden Fall da haben, dann könnt ihr es mal auschecken. Und in der Anleitung selber, und ich weiß gar nicht, ob beim Kickstarter oder vielleicht da draußen in der Throw-Throw-Burrito-Welt auch schon sich weitere so ein bisschen Hausregeln oder Sachen ausgedacht wurden. Wir haben ja diese ganzen anderen Symbolkarten, die als Drilling einfach nur ein Punktwert sind. Hier diese köstliches Küken oder so, was da irgendwie so an den rumknabbert. Ich bin kein Nugget. Man kann sich natürlich da auch noch irgendwelche Trinkspiele oder andere Sachen aussuchen. Wenn einer dieses Drilling-Paar liegt, muss der ein Eierlikör trinken oder alle anderen oder so. Also man kann es dann auch noch ein bisschen auf die Spitze treiben damit. Genau. Ja. Aber ja, einfach nett ein paar Burritos durch die Gegend werfen. Denkt immer daran, der Rasen kann nass sein. Man kann auch mal hinfallen und ausrutschen. Oder neben einem könnten irgendwie Möbel oder Gegenstände stehen oder, keine Ahnung, Porzellan auf dem Tisch. Schafft euch lieber ein bisschen Platz, ein bisschen Reichweite und dann, die Fetze fertig los. Genau, dann kann es losgehen mit dem Burrito. Das war unser kleines Let's Play-Duell. Wir können auch schon gar nicht mehr gerade aussehen. Wir haben schon im Einspielen beim Warmwerden haben wir schon die ein oder anderen Burrito-Schnäpse getrunken. Genau, absolut. Wir bedanken uns natürlich fürs Dranbleiben. BerlinCon, wie gesagt, läuft der Ticketvorverkauf. Wir versuchen auch eifrig, alle Fragen zu beantworten. Die Homepage langsam, aber sicher auch mit Informationen zu füllen. Seid da nachsichtig mit uns. Bei uns ist einfach, dieses Jahr ist alles so kurzfristig, auch mit den Ausstellern. Das ist im Prinzip alles so fix, aber wir wollen es vermeiden, dass wir dann Sachen posten, die dann wieder revidiert werden müssen und so. Das ist alles immer so eine Geschichte. Aber das läuft. Es haben schon viele Leute Karten gekauft, was mich wirklich total freut. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Und wir freuen uns einfach, euch alle wiederzusehen. So viel muss man einfach sagen. Und ich glaube, das wird tatsächlich ein schönes Wiedersehen. Throw Burrito können wir dort auch spielen. Ja, wir werden schon mal die Herausforderung, wird schon mal angenommen. Ja, kann Hunter besiegen? Genau, wer kann mich besiegen bei Throw Burrito? Ihr habt schon gemerkt, ich bin fast unbesiegbar. Und, nur fangen kann er nicht. In diesem Sinne, vielen Dank. Und bis zum nächsten Video, entweder Spiele oder Update. Es wird sich jetzt die Klinke in die Hand gegeben, was das angeht. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao.